Und da sind wir wieder in Part 4 von Heavenly Sword. Ja, wir machen direkt da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und gucken, was sonst noch so passiert. Verschneite Gegend. Da kommen auch schon die ersten. Werden auch von mir nett begrüßt mit einem Fass. Noch ein paar Punkte in der Ecke. Vielleicht schaffe ich es ja mal irgendwann volle Punktzahl zu bekommen oder 3 Punkte. Was ich so bezweifeln wage. So, hier kriegen wir schon den ersten kleinen Tipp für unser erstes Mini-Rätsel. Wie schon gesagt, man kann Waffen auch zum Schalter betätigen benutzen. Einfach gegen die Glocke schlagen und schon ist der Weg frei. Dann nehmen wir ihn noch mit. Man weiß ja nie. Wie gesagt, auch ihn können wir in Zeitlupe steuern. Sieht recht witzig aus. Ist aber nicht ganz so effektiv. Oh, eine schöne Aussicht eigentlich. Ja, Überfall im Wald. Nächstes Kapitel abgeschlossen. Und das nächste beginnt sofort. Die Brücke sieht aber nicht sehr stabil aus. War sie auch nicht. Sieht nach einem Hinterhalt aus. Das Geschäft. Komm, Kind, gib mir deine Bürde. Niemals! Lauf weg, Noriko! Bring das Schwert in Sicherheit! Die Kette darf nicht zerstört werden! Vielleicht war ich gerade nicht deutlich. Ich habe etwas von euch und ihr habt etwas von mir. Wohan! Immer willst du etwas haben, was du nicht verstehst. Ich sehe, du hast nichts dazugelernt, seit wir zusammen studiert haben. Nein! Ruhe! Sei still. Immerhin habe ich gelernt, dass man alles bekommt, wenn man lange genug wartet. Oder es sich einfach nimmt. Ganz einfach. Lauf los! Nein, das wäre falsch. Das wäre überhaupt keine gute Idee. In jedem Leben gibt es einen Moment. Indem man die Dinge klar sieht. Um das Leben meines Vaters zu retten, muss ich alles angreifen, wofür er lebt. Ich halte den Tod in meinen Händen. Aber hatte ich je eine Wahl? Was hast du getan, Noriko? Was hast du getan? So. Wie wir sehen, gerade in der Videosequenz haben wir ein neues Schwert. Genug! Bringt mir dieses Schwert! Das hat auch einige andere Sachen wie das alte Schwert. Die normalen Angriffe sind relativ ähnlich. Doch mit verschiedenen Angriffen können wir, oder wir können jetzt verschiedene Angriffe durchführen mit diesem Schwert. Wir können jetzt sozusagen nicht mehr sagen, wir machen nur normale Angriffe und die kleinen Trittangriffe. Wir können jetzt variieren. Wir haben jetzt noch leichte Schläge,
leider dann sehr anfällig für Angriffe, wenn dann mal was durchkommt. Oder wir können uns das Schwert sozusagen mit zwei Händen führen und stärkere Angriffe durchführen. Und es gibt immer noch einen kleinen Unterschied dann noch, ob man mit Viereck, was der Standardangriff bei mir ist, oder ob man mit Dreieck angreift, kann man dann noch ein klein bisschen variieren. Ja, und jetzt haben wir das heilige Schwert. Jetzt kann es ja eigentlich nur noch losgehen. Ja. Das ist jetzt der leichte Angriff nochmal sehen. Man sieht jetzt, das ist jetzt Dreieck. Die Sachen sind jetzt eher Viereck. Kann nicht direkt einen Unterschied vielleicht sehen. Es gibt auch nur minimales, würde ich sagen. Ein schönes Feature an dem Spiel ist, im Kampf kann man, während man eine Combo macht, die Schwerteigenschaften, sage ich mal so, wechseln. Das heißt, man fängt jetzt mit einem schweren Schlag an, kann dann direkt auf einen leichten Schlag wieder wechseln und dann macht man am Ende doch noch einen normalen Schlag. Man kann komplett durchwechseln, wie gesagt. Und finde ich eigentlich eine recht schöne Idee. Jetzt sind auch, wie gesagt, die Schildträger wieder einfacher geworden. Die sind halt etwas anfällig gegen die starken Schläge. Es gibt viele Gegner, die einen Schwachpunkt jetzt haben, auch durch dieses Schwert. Man kann, wie gesagt, die einen haben eher Probleme mit den leichten Schlägen, die anderen haben Standardschläge gewirkt gegen alles. Schildträger jetzt zum Beispiel haben halt mehr Probleme mit den schweren Schlägen. Wie man auch sieht, der Gegner macht einen schweren Schlag. Und da ich gerade mit dem starken Schwert kämpfe, konnte man ihn parieren. Wie gesagt, Schildträger ist das wohl eine gute vorteilhafte Sache. Wobei ich doch eigentlich nicht so schön finde, dass ich so viel einstecken muss. Und Bohan setzt immer mehr Männer auf uns an. Ja. Wobei ich eigentlich sage, der Charakter von Bohan finde ich persönlich eigentlich lustig. Ich finde, der kommt sehr witzig rüber mit seiner Art, auch wenn er der Böse ist. Mir gefällt es irgendwie nicht, dass ich ihn jetzt vielleicht im Spiel lieber spielen würde, aber es muntert doch manchmal recht auf, was er sagt. So. Das ist schon der letzte. Oh ne, da haben wir noch einen. Bin ich ja mal gespannt, was Bohan weiter dazu sagt. Oh, er schickt weitere Leute. Hat wohl noch nicht gelernt. Aus dem, was ich hier mache. Mit seinen Leuten. Ah, ich kämpfe jetzt nochmal mit den leichten Angriffen. Ist sehr effektiv, wenn man in der Gruppe steht. Naja, effektiv nur im Sinne von den Gegner zurückhalten, weil der Schaden, wie gesagt, nicht sehr effektiv ist oder sehr hoch ist. Dafür halt relativ schnell. Es gibt doch Gegner, wo dann hinterher der leichte Schlag sehr vom Vorteil sein wird. Das sehr einfach machen wird. Auch. Ja, vielleicht sollte ich auch öfter mal die Rolle benutzen. Mir gerade auffiel. Könnte doch mal einiges vielleicht vereinfachen. Das merke ich ausgerechnet dadurch, dass der Gegner meinen Angriffen ausweicht. Weil
Essen, das der Plan war vom Spiel. Hilft mir ja also mehr. Ja. Versuche ich mal noch ein paar schöne Tricks zu zeigen. Boah, sollte vielleicht doch lassen. Klappt nicht anscheinend so gut. Einen habe ich ja zum Glück schon grad. Jetzt soll ich aber langsam aufpassen. Nicht, dass ich jetzt hier schon am Anfang verliere. Das wäre ja jetzt nicht so, was ich mir wünsche. So. Aber doch noch mal was Schönes gekriegt. Ist sie wirklich deine Tochter? So. Ach, der steht auf. Ich dachte, ich hätte ihn schon. So, das war's jetzt aber. Oder kommt noch mehr? Oh, nee, es war's. Jetzt kommt noch ein Video. Aber das zeige ich euch. Oder zeige ich euch das noch? Reicht die Zeit? Nee, ich zeige euch das beim nächsten Mal. Oder? Na komm, lassen wir es jetzt laufen. Das gefällt mir sehr. Oh, bitte, gib es mir. Sonst werde ich den Alten foltern, bis er stirbt. Und ich kann sehr kreativ sein. Wer darf dieses Schwert nicht kriegen? Tötet sie. Das Schwert ist mächtig. Ich kann es fühlen. Ich brauche diese Macht. Zeitlupen-Action. Wenn sich das Geschriebene bewahrheitet, wird es mir Lebenskraft entziehen und mich töten. Mit ihm in der Hand werde ich zum Geist aus Fleisch und Blut. Was aber war ich denn zuvor? Das sah jetzt aber nicht sehr elegant aus. Noch 3 Tage. Ja, ich würde sagen, noch 3 Tage. Das ist das Ende des Kapitels. Hören wir uns den Rest an. Und dann ist auch schon wieder Schluss mit dem nächsten Video. Was hast du mit mir gemacht? Was ist nur aus mir geworden? Durch dich wurde ich zum Mörder. So, da ist das nächste Kapitel. Da sieht man auch schon, wie lange es sein wird. Wie gesagt, die Punkte kann man hinterher sogar jetzt noch nachspielen. Werde ich nicht machen. Haben wir ja schon alles. Ja, das ist Kapitel 2. Das werden wir dann im nächsten Part sehen. Tschüss, ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen. Ja, bis dann.